Okay, da geht's ganz weit nach unten. Ist auch lustig, dass der alte Mann seine Hütte direkt neben so einem feindlichen Lager hat. Er hat auch ein Gottvertrauen, dass die einen nicht angreifen. Sputtling, dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlenecken zu finden. Als Kochzutat erhöht dir die Geschwindigkeit. Okay. Der Sputtling, wer kennt ihn nicht? Ah, ich hätte das Insekt, glaube ich, fangen können hier. Krockfächer. Wenn man Bäume fällt, entdeckt man bisweilen diese wundersamen Blätter. Jeder Schwung erzeugt einen starken Windstoß, der leichtere Dinge mühelos hinwegfegt. Warum nicht? So, Speichervorgang, okay. So, jetzt ein bisschen die Frage. Also wir haben das ja mit dem Chili, das heißt, wir kriegen das warm. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie entweder das Chili-Rezept kriegen oder so lange mit ihm quatschen, bis wir seine Warmdingens irgendwas kriegen, sein Fell. Da können wir gleich hinlaufen, glaube ich. Weil dann können wir zu dem anderen Schrein oben noch gehen. Das wäre formidabel. Was muss die hin? Da war die Eidechse plötzlich weg. Das ist ja doof. Halt. Pilz! Den nehme ich natürlich noch mit, ganz klar. So, da unten war er jetzt. So, hi. Chili. Was kann ich für dich tun? Was machst du da? Okay, ich kann mit ihm lustigerweise nicht reden. Ich dachte, der sagt vielleicht was auf sein Tagebuch basierend auf dem Chili. Offensichtlich nicht. Okay. Das ist enttäuschend. Die Frage ist, wie koche ich denn? Ich brauche wahrscheinlich irgendeinen Topf oder irgendwas noch, damit ich kochen kann. Weil ich kann hier, kann ich nur warten, aber ich kann nicht kochen. Das heißt, oder mal kann ich hier irgendwas machen mit diesen Materialien? Also ich kann das hier wegschnabulieren. Wichtiges. Proviant, Materialien in die Hand. Abbrechen, ablegen. Okay, ich könnte es hier ablegen. Und dann kann ich nichts damit machen. Okay. Wow. Falscher Knopf. Mensch, wir sehen mega cool aus mit dem Nintendo Switch-Shirt. Auf keinen Fall ziehe ich das an.
Das ist ja sowas von dämlich. Wieso sieht das ja aus wie so ein Hundegesicht, dieser Bockschild? Ich will mal kurz wissen, was passiert. Also die Temperatur geht deutlich hier nach unten. Und wir verlieren Leben. Okay. Gut. Also wir müssen irgendwas machen, damit wir nicht erfrieren. Können wir zu dem Lilanen zuerst hingehen? Weil das Problem ist, der Schrein ist da oben. Das heißt, wir müssen aber hier einmal um diesen Berg rum, damit wir da hinkommen, glaube ich. Oder kann ich von hier da irgendwie hochlaufen? Okay, da wird es auch kalt. Was total Sinn macht. Ja, das wollte ich nicht. Danke fürs Gespräch. So, das wieder die Hütte von ihm. So, da hinten ist der Schrein. Die Frage ist, ich komme von da hinten da ja nicht hin. Das heißt, ich muss hier über diesen Kältepass. Und dafür müsste ich rausfinden, wie das mit dem Chili funktioniert. Denke ich. Okay. Da kann man nichts in die Luft schauen. Ich dachte, der sah so verdächtig aus. Schleichwürmchen. Diese Insekten leuchten nachts. Als Medizinzutat erhöhen sie die fluoreszierende Komponenten ihrer Körper, die Konzentration und ermöglichen eine bessere, also eine leisere Fortbewegung. Okay. Was nicht alles gibt. Da hinten geht's noch weiter. Da hinten können wir noch lang latschen. Ich frage mich, ob seine Geheimzutat Glühwürmchen sind. Ich will den Apfel da. Nein, ich hatte fast. Also entweder ist den Apfel jetzt freiwillig. Ups. Oh Mann, diese Steuerung. So. Nee, da geht's auch nicht weiter. Ich dachte, da geht's vielleicht weiter, aber da ist auch ein Abgrund. Kann ich da runter? Nein. Ach, warte, der alte Mann ist jetzt hier da.
So sieht man sich wieder. Was machst du da? Ich wollte gerade schlafen. Tut mir leid, ich fürchte, das Lager brauche ich heute selbst. Wenn du auf meinem Lager schlafen möchtest, dann mach das doch bitte, wenn ich es nicht benutze. Wenn du Zeit totschlagen willst, setz dich doch vorne ans Lagerfeuer. So. Sagt dir was, wenn ich das hier lese, wenn die hier drin ist? Nee, ne? Nee, interessiert nicht. Wenn ich bis morgens hier jetzt halt übrigens mich ausruhe, heißt das dann, dass meine Leben voll sind? Nein. Okay. Na gut. Okay, wenn ich jetzt hier in den Bett schlafe, regeneriere ich dann Leben. Wir probieren gerade noch ein bisschen rum und so. Ja, okay. Lagerfeuerrasten macht nur Zeit. In dem Bett schlafen. Da kriegst du tatsächlich dann Dinger zurück. Was ist das hier? Ah, Vögel. Interesting. Geflügel, frisches Vogelfleisch, enthält weniger Fett als Wildfleisch. Wenn man es vor dem Essen zubereitet, schmeckt es besonders lecker. Okay. Hio! Kommst du mit der Kunde Schreine voran? Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben. Aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor dem Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da, ist das nicht meine Axt, die du bei dir trägst? Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft, ich muss mich eine Weile ausruhen. Frage, wenn ich den Baum hier nehme, kann ich damit eine Brücke schlagen, wenn ich den Baum hier so umfalle? Ha! Okay, das wusste ich nicht. Okay, das ist mega. Das ist witzig, das wusste ich nicht. Ich dachte nur gerade, okay, das klingt so mit der richtigen Richtung, das klingt so dämlich. Ich probiere das einfach mal. Und ja, es geht tatsächlich. Bam, bada, bum, bum, bum. Okay, das ist mega cool. Das finde ich mega. Also das Spiel hat echt einiges an coolen Features tatsächlich. Es ist bestimmt auch viel cleverer, diese Apfelbäume nicht zu fällen, weil ich dann immer wieder Äpfel bestimmt kriege, weil die nachwachsen. Okay, das sieht mir nach einer Höhle aus hier. Nice. Ich weiß jetzt schon, wenn ich wieder Elden Ring spiele, drücke ich was anderes. Feuerpfeile. Yay. Dann drücke ich wieder A oder sowas zum Looten. Jetzt ist die Frage, komme ich hier zu dem Schrein hoch? Nee, ne? Ha.
Okay, also ich muss über das kalte Gebiet gehen. Ich kann hier hochklettern, sehe ich gerade. Es wird bestimmt gleich wieder kalt werden, oder? Okay, ich muss die Taste nicht gedrückt halten. Ich muss einfach nur in die richtige Richtung drehen dann. Das ist gut zu wissen. Also, weißt du, klettern kann er, aber rennen kann er nicht. Also, was heißt, rennen kann er nicht? Er kann ja schon rennen, aber das Problem ist, hier beim Klettern hat er deutlich mehr Ausdauer als beim Rennen. Immer hier hinkommen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber zum Glück, mit Notfalls können wir uns runter teleportieren wieder, ist kein Thema. Das ist kein Thema. Temperatur sieht noch gut aus. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Ich glaube, so ist das, wie man zu dem Schrein tatsächlich hinkommt, mit dem Klettern. Nur die Frage ist, geht er links rum oder es geht rechts rum? Ich dachte, ich muss über den Berg dann rüber und dann in das Kältegebiet rein, aber offensichtlich nicht. Das weiß gerade nicht, wo genau der Schrein ist. Der müsste hier jetzt irgendwo sein, aber die Frage ist, ist der oben oder ist der unten? I don't know. Auf jeden Fall müsste hier jetzt gleich mega kalt werden. Denke ich zumindest. Aber cool, da ist der Schrein. Gut, man kann einfach hochklettern. Wamodai-Schrein. Ist da irgendwas? Da ist nichts, ne? Okay, gut. Hochklettern hilft. Ich dachte, ich brauche dann irgendwie erst das Chili oder dieses Warmdingens, damit ich in das Kältegebiet kann. Aber du kannst einfach hochklettern. Das wusste ich nicht. So, meine Erdbeeren sind weg. Ich bin traurig. Ich habe alle Erdbeeren gegessen. Wenn du im Morastritz versinkst, dann kannst du dich auch durch Schwimmen nicht mehr retten. Okay, es gibt also dann auch sowas wie Treibsand und ein bodenloses Moor. Gut zu wissen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Wamodai. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Okay, ist bestimmt irgendwas Zeit anhalten oder so. Herr über die Zeit. Wisst ihr, du siehst so eine Plattform, die sich mega schnell bewegt. Erster Gedanke ist, okay, irgendwas mit Zeit, damit man das anhalten kann. Ich bin so gut. Mensch, jetzt wird Link noch ein Timelord. Datenübertragung beginnt. Stasis-Modul. Oder er wird Isaac aus Dead Space.
Lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Oh mein Gott. Alleine die Möglichkeit an zig Trilliarden Rätseln, die du damit hast, ist unfassbar. Ach so, die Zeit anhalten ist dann fürs Zahnrad. Okay. Reiseschild. Diese robusten Schilde sind bei Abenteuern sehr beliebt. Sie werden aus Tierhäuten und stabilem Holz hergestellt und schützen vor wilden Tieren und kleineren Monstern. Dafür ist in der Tasche kein Platz. Nice. So, was ist das hier jetzt? Eisenhammer. Ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen. Taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Waffentasche ist voll. Okay. Ich brauche eine größere Tasche. Okay. Ha. Warte mal, ich habe eine Idee. Okay, schieben geht nicht, aber schlagen würde gehen. Okay. Das ist witzig. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich finde es aber lustig, dass sie alle gleich ausschauen. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Wuhu! Sehr gut. Nice. Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Haben wir das. Sehr gut. Vergessenes Plateau.
Nice. Allons-y! Reisebogen. Dafür ist kein Platz in der Tasche. Ich hasse es. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nee, da ist ganz viel nix. So, und ich vermute, wenn ich da hinten lang laufe, dann wird's kalt. Korrekt. Oder auch nicht. Jetzt wird's kalt. Okay, hier ist warm. Hier ist wieder kalt. Okay. So, dann haben wir das. Wo ist das Lilane? Okay, für das Lilane habe ich jetzt das Problem, dass ich aber in das Kältegebiet muss. Außer ich kann aus dem Fluss hier unten vielleicht irgendwie da sauber hinkommen. Ich frage mich, was der Alte braucht, damit er weiß, wie das Chili funktioniert. Dann wäre das viel einfacher, aber dann könnte ich einfach mir in das Kältegebiet rein, hätte kein Problem damit. Ich meine, wir sind noch relativ am Anfang, also wir können ja auch, keine Ahnung, das heißt ja auch, wir können hier Sachen braten und so etc. Das können wir noch nicht. Wir finden Kochzutaten, aber wir wissen noch nicht, wie man kocht und so weiter. Das heißt, das werden wir alles noch rausfinden. Weil das würde es natürlich auch deutlich einfacher machen. So, jetzt muss ich zum Lilanen. Wäre vielleicht cleverer gewesen, woanders hinzugehen. Warte, wenn ich jetzt hier hochkletter, ne? Es hört sich an, als wäre es kalt, aber es ist, glaube ich, einfach nur der Wind, der hier da weht. So. Ich sag vor allem immer Kältegebiet, ist mega witzig. Aber da ist der andere Schrein da oben. Sehe ich eigentlich irgendwo... Nee, man sieht nicht, wie der Dingens ist, ne? Also ich vermute mal, dass alle Waffen... Grillwild. So, den Schrein haben wir gemacht. Da unten ist auch noch irgendwas. Das ist, glaube ich, wieder so ein Camp, was wir platt machen müssen, wo es dann wieder Items gibt. Da oben ist auch noch was. Glaube ich, auch eine Hütte wieder da oben oder so ein Camp, besser gesagt. Okay, aber das hier ist jetzt wirklich Kältegebiet. Das siehst du hier, da liegt überall der Schnee. Also der Dingens liegt wirklich komplett im Kältebereich. Das hier müssen wir auf jeden Fall was Warmes zu essen haben oder eben diesen komischen Mantel.
Badababum! Ich finde das mega witzig mit den Bomben. Das macht echt Laune. Und vor allem, ich kann die Holzpfeile einsammeln, wenn die Pfeile bewerfen. Blopp. Immer der falsche Knopf zum Aufsammeln der Dinge. Nice. Haben wir das. Holzpfeil. Nehme ich doch sehr gerne. So, was haben wir hier? Bernstein. Okay. Nice. Okay, dann haben wir das hier auch. Sehr schön. Da steckt noch ein Pfeilchen. Da ist auch noch ein Pfeilchen. Nehmen wir natürlich alles mit. Hm. Ich frag mich, wie ich das jetzt hier machen soll mit diesem Kältedingens. Also es muss ja irgendwas in diesem Gebiet hier sein, was ich noch machen muss oder finden muss, wie auch immer. Damit ich dann eine Aussage treffen kann. So, da geht es gleich die Temperatur deutlich runter. Ja, genau, da geht die Temperatur deutlich nach unten. Was zu erwarten ist... Ha 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 ha.